Was geht's, Lordemge hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder mit ein paar Clips am Start. Bisschen kürzer diesmal als sonst. Ich habe die letzten Tage nicht so derbe viel Zeit gehabt zu spielen, deshalb muss ich mir den Aufnahmen ein bisschen sparen. Entschuldigung dafür. Im Hintergrund habt ihr gerade gesehen, wie wir Core Chars gemacht haben. Da haben wir auch nochmal auf dem neuen Account nochmal 5 Chars auf Level 30 gezogen, die wir jetzt bald die Tage alle auf 61 ziehen werden, damit wir nochmal einen ganzen Charakter haben, womit wir Cores farmen können, damit es sich auch schön lohnt. Es ist halt leider Pflicht, Cores machen tatsächlich eine Menge Young aus und deshalb müssen wir die einfach mitnehmen. Hier haben wir dann nochmal eine Segnung auf unsere Smuggies gezogen, in der Hoffnung endlich mal AW zu bekommen. Leider Fehlanzeige, also wo ich da mit dem Lucana damals gespielt habe. Die Videos sind ja auch auf dem Channel in der anderen Azrael-Playlist. Die verlinke ich euch mal oben rechts, falls ihr da mal Lust habt, vorbeizuschauen. Da haben wir eigentlich relativ viel Luck gehabt mit Segnungen. Da haben wir auch relativ schnell 30, 40, 50 AW reinbekommen. Auch mit nicht vielen Segnungen. Aber momentan, nee, also ich glaube, das Glück habe ich tatsächlich nicht mehr. Für die, die sich fragen, warum ich da bei der Tombola das jetzt nicht gedreht habe, ich habe da keine Lust gehabt aufzuladen, nur wegen der Tombola. Ich habe ja schon genug in dem Monat gecashed, so da habe ich auch nicht mehr aufgeladen, Grenze gesetzt, passt. Jetzt, wo ihr das gerade seht, haben wir ja schon 9 Monate, die Clips sind ja schon, ich glaube, eine Woche hinten oder ich weiß es nicht ungefähr. Also naja, hier seht ihr auch, wie wir gerade total überteuert Tapfis verkauft haben, weil wie ihr wisst, ich bin ja einer, der verkauft die Tapfis für 400 Stück ein Bon. Das geht dann auch sehr gut immer weg, deshalb nimmt man die auch immer schön mit. Hier haben wir dann auch angefangen, jetzt endlich mal Richtung Militärgau zu gehen, weil ich will unbedingt Kampf um Pferderücken haben. Es ist ohne nicht auszuhalten, das kann ich euch nur wirklich so sagen. Es ist wirklich manchmal richtig nervig im Wald zu farmen, an den Mobs hängen zu bleiben, an Mädchen hängen zu bleiben und. Deshalb Kampf um Pferderücken ist halt einfach ein Muss und darauf arbeiten wir weiter immerhin. Hier seht ihr gerade, haben wir die 30er Bio abgegeben, hier haben wir den 30er Bio Seenstein gefarmt, beim Biologen auch abgegeben und dann sind wir zum Bake Go gegangen, wenn ich es richtig ausgesprochen habe und haben uns dort dann einmal eine Quest angenommen. Und natürlich dann die Biologenbelohnung abgeholt und aus den Ebenholzkasten kritischer Kampf rausbekommen. Kann man machen, muss man aber nicht. Natürlich direkt gleich die Fluchsammlung auch angefangen, 14 weitere abgeben. Da geht es auch gut voran. Hier gab es dann in der Tombola ein Lootpad, was ich echt gerne haben wollte, weil ich auch noch ein paar Lootpässe habe. So, ich hätte tatsächlich relativ gut ein bisschen AFK farmen können damit 15 Tage lang mit dem Lootpad. Das hat nochmal gut Young gegeben. Natürlich habe ich es nicht gezogen, aber einen Mondschein haben wir gezogen. Kleine, kleine Info, mein Kollege, der ja gar nicht mehr spielt, der liebe Pascal. Was hat der gemacht? Der hat sich eigentlich Tombola gemacht und der hat das Lootpad natürlich bekommen, dieser Lacker. Nochmal Glückwunsch an dich, Pascal, falls du das hörst. Hier seht ihr jetzt gerade, wie wir unser Level-Up auf 103 machen. Im Titel habt ihr auch übrigens schon gelesen, Zodiac-Klefe, Fragezeichen. Ja, es kann gut sein, dass wir in diesem Part uns endlich mal eine Zodiac-Waffe kaufen werden. Als kleiner Spoiler, es wird eine Klefe sein. Hier seht ihr auch noch, was ich gefarmt habe in einem Zeitraum von, lasst mich lügen, 2-3 Stunden ungefähr. Das war auf jeden Fall sehr in Ordnung, meiner Meinung nach. Hier auch die ganzen XP-Ringe. Die waren natürlich alle mitnehmen und ich dann auch natürlich verkaufen werde. Hier seht ihr jetzt nochmal den Shop, den ich gestellt habe. Mir ist es ja immer wichtig, dass ich euch ja grob zeige, was ich immer so in meinen Shop packe. Wir haben ja momentan auch schon ein bisschen Won angespart. Ich glaube, es sind gerade 76 Won, wenn ich es richtig erkenne. So, wir kommen da auf jeden Fall wirklich gut voran. Natürlich den Mondschein auch reingepackt, den wir da aus der Tombola bekommen haben. Shop eröffnet. Und dann natürlich warten wir, bis mal ein bisschen weggeht. Es ist halt leider so, mit dem 6. und 7. Bonus, ich weiß da nicht, wie ich wirklich fortfahren soll. Weil nur immer Segnungen, Segnungen, Segnungen will ich nicht. Das ist ja auch die ganze Zeit Cashen, Cashen, Cashen. Ich denke mal wirklich, dass ich die 6. und 7. einfach erstmal wirklich so lasse und dann Richtung kleine Segnungen farmen gehen werde. Und das einfach mit kleinen Segnungen machen werde. Und wenn ich da halt 20, 30 AW bekomme, lasse ich das. Es ist erst fürs Erste wirklich erstmal dicke genug.
Ich habe keine Lust, nur wegen Segnungen zu cashen. Deshalb werden wir das, glaube ich, mit den kleinen Segnungen machen. Dann wird das halt ein bisschen dauern. Aber es ist auch ein Langzeitspiel. Somit sollte das eigentlich ganz gut gehen. Hier haben wir dann wieder Tombola versucht, einen Ring der Freude. Wie gesagt, ich wollte nicht aufladen, war überlegen, was ich mache. Im Endeffekt habe ich dann einfach diese Platin-Kiste genommen und weitergemacht. Na, für manche tut das jetzt weh, aber ich wollte einfach nicht aufladen. Deshalb tut mir leid dafür, euer Herz jetzt bluten zu sehen, aber es ging halt leider nicht anders. Na, am nächsten Tag gab es dann 100 DR-Gutschein, den hätten wir sehr, sehr gerne genommen. Dann hätten wir nämlich tatsächlich ein paar DR, um das dann zu drehen. Natürlich hier wieder die Bio abgegeben. Und ihr seht, ich habe ein paar Cores im Inventar. Das sind Cores, die ich ein bisschen gefarmt habe. Die werden wir jetzt natürlich gemeinsam öffnen. Ihr seht da jetzt erstmal die rohe Ausbeute, die wir bekommen haben. Rubine waren schon sehr viele. Saphir ist so gut wie Max rausgekommen. Onyx auch. Na, von den normalen Core-Drakonis haben wir ja auch noch ein paar Schliffe bekommen. Ra hatte ich auch noch 3 Stück am Start. Natürlich habe ich die jetzt alle so weit gehabt, dass wir zusammen die jetzt auf Antik appen. Der Dia wollte hier gar nicht. Ja, der hat geklappt. Der hat gefailt. Jetzt natürlich zu den wichtigsten die Rubine. Gefailt. Geklappt. Perfekt. Gefailt. Und gefailt. Geklappt. Gefailt. Geklappt. Und der bitte auch noch. Auch geklappt. Perfekt. Also mit der Alchi tatsächlich ist eine angenehme Sache, das zu farmen. Ne? Vor allem, wenn man mehrere Accounts hat. Am besten wäre es ja natürlich, wenn man alle Charts auf einem Account hat. Aber ja, da habe ich ja die ganzen Serverfusionen nie mitgenommen. So selber schuld. Muss ich halt jetzt demnächst mal machen. Bin ich auch mal gespannt, wie das dann wird. Wann die nächste Serverfusion kommt. Und. Falls ihr da irgendwelche Infos habt, gerne mir Bescheid geben. Wäre ganz angenehm dann zu wissen, wie, wo, was, wenn. So, jetzt versuchen wir sie auf Antik. Zack, zack. Jawohl, 2 Antik-Granate. Der Saphir, gefailt. Gefailt. Jade. Geklappt, perfekt. Und jetzt kommen wir zu den Rubinen. Gefailt, komm. Geklappt, perfekt. Und jetzt der noch, bitte, bitte. Ah, schade, gefailt. Der Dia, leider gefailt. So, Ausbeute, 1 antiker Rubin, Jade, Saphir nix, 2 Granate und 1 Onyx. Das war ganz in Ordnung, das ist auf jeden Fall ein bisschen Bonn. Die haben wir natürlich auch direkt hier in den Shop gestellt. Das zeige ich euch jetzt nochmal den kompletten Shop, den wir dann nochmal ein bisschen aufgefüllt haben. Mit den ganzen Rubinen. Auf jeden Fall ganz geil, angenehm. Und jetzt nähern wir uns auch schon den Ende des Parts zu. Wie gesagt, heute ein bisschen kürzer, sorry dafür, aber dafür mit dem geilen Clip. Hier haben wir uns vom Salu ein bisschen Bonn geliehen, nochmal danke an dich. Stand jetzt habe ich das auch schon zurückgezahlt, werdet ihr aber noch im nächsten, übernächsten Video sehen. Was haben wir denn mit dem Jan gemacht? Richtig, wir haben uns unsere Zodiac-Waffe gekauft. Eine Zodiac-Lefe plus 9 mit 35 DSS, 3 dB und 5 stark gegen Metin in dem 6.7. für 120 Won. Ich fand das sehr billig. Das hat den Salo gefragt. Und wie gesagt, damit war es das mit der Folge. Danke fürs Zuschauen. Guter Meilenstein erreicht mit der Lefe. Haut raus, euer SlowDMG.